Als nächster Redner am Wort der Kultursprecher der FPÖ, Walter Rosenkranz. Die Frau Kollegin Vegt hat gesagt, man möchte die Theater nicht verwalten, sondern managen. Also wenn das jetzt die Umschreibung ist, managen, dass die Bürger vertreten durch ihre Abgeordneten keine Kontrolle mehr bekommen, aber dafür zahlen. Wenn das jetzt der neue Begriff des Managements ist, dann muss ich sagen, nein. Frau Kollegin Vegter, was wir glauben, na, ich habe Ihnen sehr gut zugehört und Und jetzt hören Sie mir zu, dann lernen Sie vielleicht auch noch etwas, wie man es in der Zukunft nicht mehr besser angehen kann. Es geht nicht darum, dass nämlich die Theater eingegliedert werden sollen, die einzelnen Häuser, sondern dass die Holding an sich verschwindet. Das bedeutet nichts, dass die Häuser in irgendeiner Form im Ministerium eingegliedert werden. Aber diese Ebene der Unkontrollierbarkeit muss eben weg. Weil wenn speziell in der Anfragebeantwortung drinnen steht, aufgrund der Tatsache, dass eine Holding über diese Gesellschaften gelagert ist, die gegenständlichen Handlungen von Unternehmensorganen grundsätzlich nicht vom Interpellationsrecht umfasst sind, dann sind es genau offensichtlich diese gewünschten Organisationen, um eben die Aufklärung durch das Parlament zu verhindern. Und das wollen wir in Zukunft nicht. Wir wollen es auch nicht, wie es bereits angedacht ist, nur ein kleiner Sidestep, Frau Bundesministerin für Finanzen außer Dienst, auch bei der Hypo wird ja angedacht, eine Holdinglösung jetzt zu machen bei der ganzen Abwicklung und Ähnliches. Na, mit demselben Effekt, dann kriegen wir dann laufend solche Antworten drauf. Ja, das ist ja vom Interpellationsrecht nicht umfasst. Ich komme aber jetzt auf etwas anderes. Der Herr Bundesminister hat, abseits davon, dass er sich mit Herrn Zingel gerne unterhält, wann er wo auf Konzerten ist und wann er wo in der Früh ist, und der Herr Zingel interessiert es anscheinend auch brennend, und das ist jetzt im Rahmen des Interpellationsrechts auch hoffentlich wirklich ausgiebig beantwortet worden. Der Herr Bundesminister hat ein Backerl gezeigt von Anfang. Ich habe auch ein Backerl. Ich habe auch ein Backerl bekommen, nachdem ich bezweifle, dass der Dr. Springer der geeignete Mann ist, dass er die Reform, die notwendige Reform der Bundestheater in irgendeiner Form weiterbringt. Es handelt sich dabei um ein Memorandum einer renommierten Wiener Anwaltskanzlei über 134 Seiten. Ich kann nur vorlesen einmal zu Beginn, weil ich nämlich Verständnis habe auch für Ihre Situation. Die Republik Österreich, vertreten durch den Bundesminister, hat eben diesen Auftrag erstellt, und es steht auch ganz drunter: Wir weisen darauf hin, dass das vorliegende Memorandum eine ausschließlich für den Auftraggeber bestimmte Risikoanalyse ist, die nicht an Dritte weitergegeben oder offengelegt werden darf, andernfalls dies erhebliche rechtliche Nachteile für die Republik bzw. die Theaterverbände macht. Da wird schon auf den Rechnungshof Rohbericht auch Bezug genommen. Ich werde jetzt nichts davon tun, um da irgendetwas zu verlautbaren, weil ich Verständnis habe für Ihre Situation. Ich sage nur, ich habe dieses Backerl, und das kam sie schon seit Ende April. Und da steht viel über Hartmann drinnen. Ich sage dazu überhaupt nichts, aber ich mache nur drei Bemerkungen aus diesem Bericht, weil sie nämlich das sind, was ich die ganze Zeit schon vermute und auch medial dargestellt habe. Eine vom, auf der Seite 35 findet sich hier: Die vom Rechnungshof im Rahmen seines vorliegenden Rohberichts getroffenen Feststellungen legen nahe, dass Dr. Georg Springer seiner Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung nicht nachgekommen ist. Auf der Seite 92: Die im Zuge des Rechnungsberichts bekannt gewordenen Umstände über das Verhalten Dr. Georg Springer sind unseres Erachtens grundsätzlich geeignet, eine solche Vertrauensunwürdigkeit zu begründen. Auf Seite 113: Aus den uns vorliegenden Unterlagen erscheint es naheliegend, dass Dr. Georg Springer in seiner Funktion als Geschäftsführer der Bundestheater Holding GmbH über Wissen hinsichtlich der Lage der Burgtheater GmbH, mangelhafte Buchhaltung, fehlende IKS, also internes Kontrollsystem, Liquiditätsschwierigkeiten etc. verfügte, welches die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats der Burgtheater GmbH nicht besaßen. Das sind nur einige Schmankerl. Da geht es nämlich um die Redepflicht gegenüber dem Aufsichtsrat, wo der Dr. Springer als Aufsichtsratsvorsitzender offensichtlich mehr gewusst hat, als er seinen Konaufsichtsräten in der Burgtheater-Aufsichtsratssitzungen hier mitgeteilt hat. Und jetzt komme ich zum Punkt. Aufgrund dieses Backerls bin ich jetzt in der Lage, von jetzt weg über den Sommer sehr viele Anfragen an Sie, Herr Bundesminister, zu stellen, wo Sie mir dann ganz klar auch im Rahmen des Interpellationsrechts erklären müssen, warum der Dr. Springer noch das Vertrauen hat mit Ihnen gemeinsam, obwohl Sie diese Information seit April bereits haben, warum er das Vertrauen hat, mit Ihnen die Reform der Bundestheater zu gestalten. Argumentiert Walter Rosenkranz, Kultursprecher der FPÖ. Als